So, dann begrüße ich euch recht herzlich zur dritten Folge mittlerweile schon zu A Way Out. Herzlich willkommen zurück. Der Spidey, der lümmelt da oben rum. Ich muss hier wieder. Ja, was heißt hier rumlümmeln? Ja, ja, ich muss wieder hier Teer wischen und so. Und du. Du musst nur den Meister zu Fred bringen. Also, guck mal, hier, ich lenke den jetzt sogar ab. Hier, hallo. Okay, ja, gut, dann komme ich mal wieder. Helf dir beim Wischen. This uniform is making me sweat like hallo übrigens. Sag dem, dass er Bier besorgen soll. Ah, nee, ich bin das. Okay, komm, Bier. Würde gut zu meiner Pizza passen. Ja. Ja, ja, natürlich. Get back to work. In Gedenken an den guten Franz Beckenbauer. Bin ich schon drin oder was? Ne, das war Boris Becker, war das. Bin ich schon drin oder was? Genau. Shit, it's locked. So, ich. Leo, can you help me out? Give me a minute. I'll break open. So, ich mach mal so, als ob ich wischen würde. Nein, nein, du musst mir helfen. Nee, ich hab keine Lust. Hör mal, ich kann nicht angehen, dass ich hier den Boden sauber mache und du drückst dich mal wieder hier. So. Aber wenn die mich hier drin erwischen. Ja, dann musst du wenigstens auch immer wischen. Nein, Spaß. Komm, ich helf dir. Dann petz ich aber. Oh weh. Ja, ist klar. Ja. Mhm. Ja, ist klar. Fällt hinterher auch gar nicht auf. Nö, vor allen Dingen habe ich das eben mit dem Fuß locker zertreten, den Besen, und der Besenstiel hält das aus. Ist ja auch ein neuer. Aha. So, du musst jetzt hier noch, komm, ich wisch weiter. Ja, du musst jetzt hier noch dem Fred das geben. Hey, Fredel. Was geht? Hey, Fred, was geht? Ganz unauffällig, was er da gerade. Der hat sich nicht mal bedankt oder so. Nee, voll, voll unfreundlich. Der kriegt keine Pizza und Bier von uns. Nee. Nicht eingeladen in die Hausparty. Hey, Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Rein. Ist gar keiner da. Verarscht. So, aus Zelle entkommen. Du musst nur die Augen offen halten. Hier da hinten ist ein Polizist auf jeden Fall. Also hier kommt einer, da musst du gleich aufhören. Weil der sieht es sonst. Okay, ich kann dir noch ein bisschen ablenken. What? Kannst du vielleicht auch noch ein bisschen weitermachen? Krieg ich noch ein paar Decken, bitte? Hier ist ein bisschen frisch. Oh, der kann nicht das Klo so zur Seite machen. Oh, der läuft weiter. Vorsicht. Puh, das war knapp. Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Genau. Geh weg. Lass mich in Ruhe aufs Klo. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Der eine läuft gerade erst noch weg und der andere steht noch da hinten. Okay. Ich beeile mich. Manchmal das richtige Werkzeug hat. Okay, der nächste kommt schon oder ist auf dem Weg. Sag mir Bescheid. Weil ich sehe es ja. Ja, ein bisschen geht noch. Okay, solltest du vielleicht jetzt aufhören. Ja, gutes Timing. Oh nö, jetzt geht mein Telefon. Ich hab keine Zeit! Du hast eine Zelle im Telefon? Ja. Ah, Mann. Das geht wahrscheinlich. Okay. Hört man das? Okay, hörst du es? Der ist auch wieder vorbei. Nö, ich hör's jetzt nicht wirklich. Okay. So. Aber ich habe ja auch gleichzeitig den Spielesound auf dem Ohr, also. Ja. Ich versuche immer gerade ein bisschen mehr zu quatschen, weil jetzt geht natürlich der Anrufbeantworter neben mir los. Ah! I hate it. Okay, das habe ich jetzt gehört. Tut. Okay, das geht ja noch.
Oh, okay. So, das haben wir. Der nächste ist schon auf dem Weg. Gut. Ich muss dir jetzt den Meißel geben, weil du wahrscheinlich genau das gleiche tun musst. Ja. Ja, dann brauche ich den auch nicht ablenken, aber wir müssen noch warten, bis der weg ist. Ja. Kann ich vorher ist das Werkzeug rübergeben, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Okay. Ich höre soweit. Ich lasse mich mal gerade gucken. Oh, cool. Merci. So, was muss ich? Ich muss das auch wegmachen, oder was? Achso, klar, ich kann ja nicht einfach mal zu dir rüberkommen. Ja. Natürlich cool. So, ich habe jetzt bei dir nicht so viel geguckt, die kommen. Der eine sehe ich, der ist dann ziemlich weit am Ende des Ganges und der andere kommt da von der anderen. Da kommt der alte. Mach mal kurz Stopp. Der kommt sofort, ja. Oh, das war knapp. Okay, ja. Passt. Mhm. Hi. Na? Stressige Arbeit, oder wie? Nachtschicht und so. Nicht so, so der schön. Kommt jetzt zu mir. Ich versuche den mal. Kann ich den ablenken? Da muss der, glaube ich, aus der Sicht rausgehen. Aber ist egal, ist ja auch gut, wenn er weg ist. Kann ich jetzt theoretisch wieder ran. Jo, kannst. So. So, der andere macht noch keine Anstalten, hier rüber zu kommen. So. Mit so einem blöden Meißel da Schrauben aufdrehen. Nicht so. So, der nächste kommt, aber ich glaube, das hast du bis dahin geschafft, oder? Nee, du hast glaube ich auch ziemlich lang gemeißelt da hinten, oder? Nee, ich sag dir, wann du aufhörst. Jetzt. Ah, stopp. Ah, stimmt, den machst du erst noch bei mir halt, aber passt schon. Ich lenke ihn ab. Du brauchst den auch nicht ablenken. Ja, okay, dann hätte ich ja direkt weitermachen. Nee, ich warte mal lieber. Oder? Mein Bett ist kaputt. Was do you want me to do about it? I want you to fix it. Not my Dass er das auch nicht hört, wenn ich versuche, hör auf, hör auf, hör auf. Ja. Hi. Mein Kollege war gerade schon da, der sagt, ich soll den Gruß ausrichten. I'm on my way. Just clearing my head first. So, jetzt dürftest du es aber schaffen in dieser. Der andere haut jetzt ab. Da wird wahrscheinlich das nächste Event erst getriggert, wenn der wieder hinten steht. Die maroden Mauern hier. Dass die wirklich denken, dass wir hier sicher sind. Also sicher eingesperrt. Aber echt, ey. Sehr schön. So. Dang. Hey Leo. Yeah. I'm done. Alright. Let's wait until the lights go out. Okay, diese Aufgabe haben wir dann auch gemeistert. Sehr schön. Lights out! Hat ja nicht lang gedauert. Nö. Hey Leo, bist du noch wach? Ready? Ich hab schlecht geträumt. Okay, jetzt zählt's. Jetzt oder nie. Hi, was geht? Ah, it's disgusting. Nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Alles gut. So, warte. Lass mich kurz rübergehen. Und jetzt. Nee, ich will erstmal gucken, was da hinten ist. Da ist natürlich nichts. Gehen okay, Sie vor. Geh ich hoch. Genießt du den Anblick? So. Ja. Hallo, wir sind hier im Knast. Ey, du bist den ersten Tag da, komm. Oder so. Ich will dir nur ein bisschen Anreiz bieten. Ah, okay. Oder den Anreiz, hier noch schneller rauszuholen. Also ich lasse dir immer noch den Vorteil, weil die Szene hier habe ich auch schon gespielt. Okay, hier ist Ende Gelände. Ist hier noch ein Klo? Ist ein Fetisch? So, und jetzt? Ja, weiß auch nicht. Blöd gelaufen.
Wo ist der tolle Meißel? Wenn man ihn gebrauchen kann, ist er weg. Ja, den habe ich noch, glaube ich. Ernsthaft? Ja, ich habe ja zuletzt an der Toilette was freigeräumt. Damit. Ich guck mal unten. Hier kann man durch, das weiß ich. Also, beziehungsweise denke ich mir, aber das muss man, dazu muss man diese komischen Ventilatoren auskriegen. Schätze ich. Komm doch wieder hoch. Ist unten noch was? Was soll unten sein? Ah, ich sehe es. Ich habe bei dir gespickt. Nein, 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 da war nix. Aber ich war doch in der Ecke. Wieso wurde mir das nicht angezeigt? Ist nicht weit genug reingeschmult. Wahrscheinlich, ja. So. Vincent, come over here and help me. Ja, halten. Ja. Willst du dir den Rücken einrenken oder was stehst du da so rum? Oh, sonst nichts zu tun. So, komm. Wir sind schon zwei Bären. Ja, auf jeden Fall. Das macht das Pizza und die Pizza und das Bier. So. Was war das? Oh. Nicht loslassen! Schnell, 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 schnell! Nein, nein, ich mach gemütlich. Okay, was jetzt hier? Leo, I need your help here. Ja, komm, helf mir mal! Helf mir! So, ich halt so lange dagegen, bis der Motor kaputt geht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder einfach das Teil stecken lassen und durchhüpfen. Ja, das geht aber leider nicht. Schade. Ja. Vielleicht auch, einfach, genau, vielleicht auch einfach den Strom ziehen. Alright, it's shut down. You can go through now. Jetzt wieder anmachen. So. Come on, help me. War was? Los mit dir, steh da nicht so rum, Mann. Ich will erst gucken, was da hinten ist. Kann ich jetzt wieder mal so, nur so gefragt. Ich frage so für einen Freund, ne? Kann ich jetzt hier wieder... Nee, kann ich nicht, schade. Schade. Ich dachte, ich könnte wieder den Strom anmachen. Denn wir hätten sowas von den Rückweg für, beziehungsweise unseren Fluchtweg abgeschnitten für die Leute, die uns folgen. Ja, wer weiß, vielleicht wollen wir ja wieder zurück. Ach so. Oh. Way down. Yeah. We're gonna need something to get down there. Yeah, we do. Hold on. Over here. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it, and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Wo die überall hin wollen. Wir sind fleißige Bienchen. Ich bin gerade begeistert von dem Szenenwechsel, von der Nacht auf den Tag, Zugang zum Hinterzimmer verschaffen. Mhm, ist echt cool gemacht auf jeden Fall. Weil ich war kurz im Moment daran zu überlegen, ob wir jetzt wirklich schon im finalen Ausbruch quasi drin sind, aber das wäre ja zu einfach. So, ich wasche mal ein bisschen Wäsche hier. Hey, what are you up to? Damn, washing machines keep breaking down. Oh, die Waschmaschine ist kaputt. First time I've seen someone smiling here. What's wrong with them? I don't know, man. They just keep breaking down. Pieces of shit. Gleich in Erinnerung. Ich will auch raus. Du willst auch das Gehör verbessern, ne? Aber der ist schon 15 Jahre hier drin. Wow. Okay. Anyway, I'm sure you're gonna have a much better life out there.
Well, I'm not planning on ending up back in here, that's for sure. Okay. Ich kann Wäsche holen, also ich kann Wäsche aufnehmen. So. Frage ist, was soll ich damit tun? Damn, this is quite a machine. Ach, ich bin auch bei der kaputten Maschine jetzt. Wo ist das Problem? So what's the problem? The problem is all these machines ever do is fucking break down. And that's a bad thing. Yes, okay, a bad thing because when they break down, they come running to me. Hier ist der Wagen. So, guck mal hier. Wirklich. Oh, ich kann mit ihm. Jetzt kann ich mit ihm reden. Alles klar. Hey. Ja, stellst du dich voll in die gewaschene Wäsche. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? That's rules and regulations. Nothing I can do about it. It's just a card, man. I need your name and number. Hallo. Ihn überzeugen? Oh. Sure I'm not on the list? Ich gehe wieder. What's your name again? Leo. Hallo. It's not here. Oh nein! Get over here, you idiot. Now let's get that card. Ich muss das besser noch durchschauen, dieses. Ah, schade. Das war mir schon klar, dass er den mal rein hat. Also nicht, weil ich schon gefühlt habe, sondern. Alright. Das war schon so sarkastisch gemeint oder so ironisch mit dem ihn überzeugen. Ich hab's einfach nicht gerafft, deswegen. Keep your voice down. Okay. Sure. Aber ich glaube, ich leg noch mal ein paar Laken drüber, oder? Ja, besser ist das. Nee, noch ein paar Laken. Da haben wir noch einen Laken zum Beispiel. Shut up. Hey. So. Ja, bitteschön. Okay, we're all set. Cover yourself. Ah, okay, ich kann mich set. Ah. Ja, noch eins. Ich hab dich gesehen. Es war noch nicht so sauber verdeckt. Da decke ich mal zu. Na, schau mal. So sauber bist du noch nicht versteckt. Hä? Ey, der versteckt sich gar nicht, der. Ja, ist halt ein Anzeigefehler oder so. So weit haben die Entwickler nicht gedacht. Ach so, okay. Oh. Eine Lieferung für Sie. Okay, see what we have here. Alright, let's do it. Get out of the way. Oh weh. Okay. Okay. Time to get rid of that guard now. Jetzt muss ich mich um die Wache hier kümmern. Mhm. What are you doing? Get the hell back to work. So, und ich werde gerade rumgefahren. But there's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's broken. I don't know. Hmm. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Mann, die ist wirklich kaputt. Glaub mir halt. Hä, was macht der? Whoa, 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 whoa. What are you doing, inmate? Get away from there. Go on. Sollte es in Deckung gehen, glaube ich. Du siehst mich. Der Grund. Laken stehlen, okay. Hey, you think it's okay, what he just said? What'd he say? He said something about your mother, and let me tell you, it da wasn't kann ich mich in der. Hey, asshole! You talking shit about my mom? Ja, ich zettle hier auf jeden Fall gerade was an. What the fuck you say to me? Mom. Come on! Come on, get him up, come on! You little bitch! Vielleicht kommt der Polizist da. Kann ich vielleicht break zu dir rein. Break it up, guys! Stop! Enough! So, hier. Get out of the way! Mach ich. Come on now! Ich glaube, du musst mir die Tür aufmachen hier, oder? Nein. Ah, doch. Ich komme. Ach nee, da steht noch einer. Ich kann das nicht machen. Da steht einer rum. Ach so, warte. Ich muss einfach warten, bis der geht weg. Jetzt ist das nur im Rücken, genau. Ja. Hallo. Hallo. So, warte kurz. Zeit. Er ist noch beschäftigt, du kannst kommen. Hätte ich ja gleich mitlaufen können eigentlich. Ja, ja. So lange habe ich jetzt nicht gebraucht, um hier reinzugehen.
In da. Soll ich auch noch einen Laken nehmen? Nee. Ja, aber was machen wir jetzt mit den Laken? Die müssen wir doch da bunkern. Weil vorher, wo wir bei dem Lüftungsschacht waren, da hieß es doch, wir brauchen hier die Laken. Ah ja. Okay. Come on, hand me some sheets. Yeah, I'm coming. Da. Danke. Achso, ah, jetzt verstehe ich das. Noch eins bitte. Danke. Lasst euch nur Zeit, Jungs. Das ist kein Stress. Das ist halt die Frage, wie viel brauchen wir? Haben wir das schon vorher ausgerechnet, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, haben wir. So, langsam weggeschlichen. Und jetzt? Oh, ein Ladebildschirm. Das war klar, der musste irgendwann wiederkommen. Oh. Den schon fast vermisst. Aber eigentlich nicht. Alright, that should do it. Yeah. Let's hope so. War eigentlich auch ein cooler Schnitt daher. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch. Dass man den Weg nicht nochmal laufen muss und so. Genau. Well, it's cheats. Not a rope. You never know. Oh, shit. Okay, und ich würde vorschlagen, wir lassen das jetzt mal ganz offen, ob wir beide, der Spidey, a.k.a. Moretti und ich, a.k.a. Namen habe ich schon wieder vergessen, Leo, glaube ich, heiße ich, ob wir beide da runtergehen, ob wir das auch, ob das, das Laken uns aushält. Und, Hättest du aber eine bessere Überleitung machen können, weil ich habe gerade von Schnitt erzählt und hättest du sagen können, okay, wir machen jetzt hier auch einen Schnitt und beenden die Folge. Aber gut. Der Spidey, okay. Alles gut. Also, vergesst, was ich gesagt habe. Ja, stimmt, wir könnten hier auch einen Schnitt machen. Du hast vollkommen recht, Spidey. Wow, was für eine Überleitung, dass du da drauf gekommen bist. Was für eine Überleitung, dankeschön. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Alles gut. Wir bedanken uns. Nein, so. Jetzt aber richtig. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Der Spidey und ich, wir schalten und walten beim nächsten Mal weiter. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Euer Pulsar. Tschüss. Ciao, ihr Lieben.